Piraten, Seeräuber, Freibeuter, sie waren der Schrecken der sieben Weltmeere, allen voran der schrecklichste von ihnen, Captain Frederick, Freiherr von Furchensumpf. Ahoi! Hanna, bevor wir anfangen, ich hab's den anderen Puppen mal gesagt. Du hast was gemacht? Ich hab's den anderen mal gesagt. Was hast du den anderen gesagt? Na, wer deine Lieblingspuppe ist. Okay. Und wer ist meine Lieblingspuppe? Na, ich. Ja, hallo? Ja, sorry. Wer denn sonst? Wer ruft dich denn immer an, wenn du dich einsam fühlst? Wer zaubert dir jeden Morgen frischen Kaffee ans Bett? Und wer, lieber Sascha, bringt dein Herz zum Schnälzen mit einem einzigen verträumten Augenaufschlag? Du. Jedenfalls nicht. Ja, hör mal, du tust ja fast so, als würde ich gar nichts für dich tun. Naja, sagen wir mal so, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Wie heißt das schon im Rumänischen? Vice Walze, Soze Schalze. Vize-Walze, so zu schalten? Ah, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Genau, wo zu rechts hat sie recht. Wo du recht hast, hast du recht. Teilze, Freuze, Dopse, Freuze. Krass, du kannst ja auch rumänisch. Weißt du eigentlich, was mir neulich mal so aufgefallen ist? Nee, was denn? Einer von uns beiden ist klüger als du. Du meinst, die beide sind dümmer als ich? Sag mal, bist du so doof oder tust du nur so? Also ich tue nur so. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Aber hey, keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Alle meine Geheimnisse sind bei dir sicher. Hey, alle deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Klingt ein bisschen nach Persönlichkeitsstörung. Klingt ein bisschen nach Texthänger. Aber was ich sagen wollte, du und ich, wir sind doch Kumpels, hm? Schnucki. Wir sind doch beste Freunde forever. Topf und Deckel, Arsch auf einer. Entschuldigung, Arsch auf einer. Faust aus Auge. Dicko. Dick und doof. Nee, ich rede schon von uns beiden, nicht von dir alleine. Und genau das ist dein Problem. Was? Ich habe gar kein Problem. Stimmt, du hast ganz viele Probleme. Du bist 45 und stehst noch mit Puppen. Und wenn man mal, ich weiß nicht, ob es dir schon mal jemand gesagt hat, du unterhältst dich die ganze Zeit mit dir selbst. Und du hattest schon den 10. Friseur. Ja. Ja, und? Und leider immer noch keine Frisur. Ich hab neulich einen Bericht über Lamas in den Anden gesehen. Die sehen obenrum genauso aus wie du. Das ist ja eine Frechheit. Ich sehe nicht aus wie ein Lama. Von der Seite schon. Sag mal, hast du mal ein Foto von deinen Eltern? Wieso? Ach, ich will nur sicher gehen. Ich bin kein Lama. Sascha, es ist doch nicht schlimm, ein Lama zu sein. Aber jetzt noch was ganz anderes. Ja. Wie weit kannst du eigentlich spucken? Ich denke nur an die Zuschauer in der ersten Reihe hier vorne. Kannst du mal aufhören, so mit mir zu reden? Ich kann auch ganz anders mit dir reden, Freundchen. Hm? Komm, ich helfe dir ein bisschen, warte mal. Was machst du da? Warte, ich muss testen. Und jetzt? Achtung, warte. Meine Lieblingspuppe ist Frederik. Chaka. Was machst du da? Ich rede für dich, jetzt siehst du mal, wie das ist. Aufs Herz, wer ist jetzt deine Lieblingstruppe? Ach, Frederik. Er hat Frederik gesagt. Ja. Dann ist jetzt alles wieder gut? Ja, Freuze, Freuze, Eierkreuze.
Ich habe jetzt übrigens noch eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche möchtest du zuerst hören? Die gute. Die gute Nachricht ist, ich kann meinen Text nicht. Was? Oh Gott, was sind dann die schlechte? Die schlechte Nachricht ist, wenn ich meinen Text nicht kann, kannst du ihn auch nicht. Das heißt, du hast dir den Text gar nicht angeschaut? Sagen wir so, ich bin ein Vogel. Ich habe ihn überflogen. Das ist super, du weißt, dass wir heute hier einen Auftritt haben und du kannst deinen Text nicht. Du kannst deinen Text auch nie. Ja, aber ich schaue sie mir vorher an. Ja, tolle Strategie. Hilft mir nichts, ich kann mich auch nicht über Nacht in der Garage legen und bin am nächsten Tag ein Auto. Dein Verhalten ist unprofessionell. Oh, das Lama hat schlechte Laune. Vielleicht ist das Lama heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Entschuldigung, falscher Fuß. Das war ein Lama-Gag. Guck dich mal an, wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie Captain Jack Sparrow. Du siehst aus wie der Fluch der Karibik. Also mein Jackett ist maßgeschneidert. Ja, aber auf wen? Ein alter, verwirrter Mann hat mir mal gesagt, Kleider machen Leute. Das war ich? Ja, sag ich ja. Aber Kleider machen nicht nur Leute, Kleider machen auch Musik. Und diese Musik wiederum sagt einiges über den Charakter des Trägers aus. Pass mal auf, was passiert, wenn ich hier auf meinen Knopf drücke. I'm really fantastic, not just plastic. I'm the one who's really made of flesh and blood. Krass. Jetzt drück du mal da auf dein Knöpfchen. Es tanzt ein Biber in unserem Haus herum, Fidibom. Dankeschön.